Schön, dass ihr alle da seid. Heute anders wie in den Jahrzehnten vorher. Ja, weil das Jahr auch ganz anders da war, wie wir es uns erwartet hatten. Wir halten heute am Ende des Jahres nochmal nicht nur einen Rückblick, sondern wir halten inne. Wir nehmen uns nochmal raus aus dem Geschehen und dürfen uns mit hineinnehmen lassen in die letzten 365 Tage des Jahres 2020. Das Jahr geht zu Ende, ein besonderes Jahr, ein außergewöhnliches Jahr, ein Jahr, das vieles in Frage gestellt hat in unserer Welt, in unserem Miteinander, in unserer Gesellschaft. Ein Jahr, das auch in unserem Alltag so vieles verändert und auf die Probe gestellt hat. Wie gut tut es da, darauf zu vertrauen, dass wir mit all dem nicht allein gelassen sind. Es gibt sie, die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und in diesen verbindenden Zeichen wollen wir heute voller Hoffnung und Zuversicht unsere Feier am Ende des Jahres beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, der das gestern, heute und morgen umfasst und spannt, er sei mitten unter uns. Amen. Der morgendliche Arbeitsalltag oder Beginn mit einem Meeting in Augenhöhe wurde durch Videokonferenzen ersetzt. Es folgten Kurzarbeitspläne, es folgten Schließungen von Läden, von Kneipen, von Restaurants. Es durfte keine Musikprobe mehr stattfinden, kein Konzert, kein Theater. Ja, und selbst der geliebte Fußball wurde abgesagt. Alles, was wir gedacht haben, dass dies unser Leben ausmacht, dass das unser Lebensfülle ist, wurde Schritt für Schritt uns entzogen. Höher, weiter, schneller, besser war er nicht mehr gefragt in dem Jahr 2020. Denn das öffentliche Leben stand still. Und plötzlich waren da die Menschen. Die Menschen um uns herum. In unserem Dorf, auf unseren Straßen, am Gartenzaun. Plötzlich nahmen wir uns gegenseitig ernst, so ernst, dass wir darüber nachgedacht haben, wie können wir das Einkaufen organisieren für Menschen, die als Risiko galten. Denkt an die ersten Beerdigungen im Lockdown, wo nur 15 Menschen zugelassen waren. Man konnte wenig Abschied nehmen oder gar keinen Abschied nehmen. Man musste sich neu definieren, wie geht man mit einem um, der verstorben ist, dem man nicht mehr begegnen kann, wo man nicht mehr Abschied nehmen kann. Wie geht man um mit Menschen, die trauern? Man kann keinen Besuch machen. Aber man konnte Briefe schreiben, eine Postkarte. Wir sahen viele Regenbogen an den Fenstern, als Blick oder als Zuspruch
für die Menschen, die vor Ort an den Krankenbetten standen und immer noch stehen. Die Musikanten haben sich definiert, dass sie sich ans offene Fenster gestellt haben und an einer gewissen Uhrzeit zusammengespielt haben. Zwar einzeln, aber doch zusammen. Und dann die Ruhe, die Stille, kein Flugzeug am Himmel. Ja, unser Planet Erde atmet durch. Er atmet durch. Mit dem Fahrrad oder E-Bike, auf dem Pferd. Boah, haben wir hier eine wunderschöne Gegend. Eine Wende in unserer Zeit. Eine Wende im Jahr 2020, die viel von uns gefordert hat. Und diese Wende ist noch nicht in Sicht, die vollkommene Wende. Sie wird von uns noch einiges abfordern. Geleite du uns auf diesem Weg des neuen Jahres. Geleite du uns auf diesen Weg der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit. Erhelle den Blick für den Menschen neben mir. Wir danken dir, was wir im Jahr 2020 als Bereicherung erleben durften. Und wir danken dir auch, dass wir an den Herausforderungen gewachsen sind und nicht zerbrochen sind. Amen. Alles Vorhaben unter den Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit. Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Und heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit und aufbauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, aber auch hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Blick auf das vergangene Jahr. Für die Menschen, die uns im vergangenen Jahr begegnet sind,
und die uns Gutes getan haben. Für alle, die mit Sorge oder Angst in das neue Jahr gehen, deren Familien von Krankheit, von Tod oder Existenzverlust bedroht sind. Für alle, die andere haupt- oder ehrenamtlich in den Randbereichen ihres Lebens begleiten, in den Beratungsstellen, in den Krankenhäusern und Palliativstationen, in Senioreneinrichtungen und Flüchtlingsunterkünften, bei der Tafel und bei den Menschen auf der Straße. Für alle Kinder, die in unserer Welt als Hoffnungszeichen geboren wurden. Wir denken an die Kinder, die im vergangenen Jahr in Friesenhausen getauft wurden. Es war die Leni Prescher, die Mathilda Hellfeier und der Jona Schlund. Wir wünschen den Kindern, Eltern, die ihnen zeigen, wie bunt das Leben aus der Liebe und aus dem Glauben ist. Für alle, die unser Leben bunt und fröhlich machen, die ihm Halt verleihen und für alle, die uns geprägt haben. Wir denken an die Menschen, die in dem zurückliegenden Jahr in dein Licht gegangen sind. Am 28. Januar verstarb Brithilde Beck. Am 2. März Sophie Rasser. Am 27. März Erich Buchner. Am 22. April Horst Becker. Am 23. April Frieda Kindermann. Am 30. Mai Horst Rattay. Am 15. Juni Edeltrud Buchner. Am 22. Juli Margit Küprich. Und am 11. November Albert Jünger. Wir hoffen und beten für Sie, dass Sie das Ziel Ihres Lebens und Ihrer Hoffnungen erreicht haben. In einem kurzen Moment der Stille lade ich euch ein, euer Herz, eure Bitten und euren Dank
Ängsten, aber auch mit unserem Dank dürfen wir gemeinsam das Vaterunser sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Silvester-Schlussandacht freue ich mich in jedem Jahr schon mehrere Monate davor. Und dann schlage ich das Losungsbüchlein, was ich gerade gekauft habe, für das kommende Jahr auf und schaue ganz neugierig nach, was denn für eine neue Jahreslosung kommen wird. Um dann mit diesem Wort die Monate bis zu diesem Tag zu leben, es mitzunehmen, durch den Alltag hindurch, es in mir sozusagen wachsen zu lassen. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Ich habe zwar keine Kinder zur Welt gebracht, aber ich stelle mir vor, so ähnlich ist Schwangerschaft. Dieses Jahr war es aber dann plötzlich erschreckend anders. Vor knapp 14 Tagen ereilte mich die Nachricht, meine Frau Jutta ist positiv getestet. Sie sitzt gerade bei meinem Schwiegervater am Main, aber ich hatte ja mit ihr ganz kurz vorher Kontakt. Das heißt Quarantäne, auch für mich. Dann saß ich also in der Sackgasse, alleine in der Wohnung und rechnen kann ich ja und stellte fest, Uli, ich glaube, das wird in diesem Jahr nichts mit mir. Dann machte ich natürlich auch einen Test und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie euphorisch ich dann war, als mir das Gesundheitsamt mitteilte, dass auch ich positiv getestet bin. Denn ich hatte das in den Formularen, in dem Kleingedruckten ja schon gelesen, wer nicht positiv getestet ist, muss 14 Tage in die Quarantäne. Wer aber positiv getestet ist, der darf schon nach 10 Tagen nach dem Abstand wieder raus aus der Quarantäne und Kopfrechnen schnell durchgemacht. Genau am 31. Dezember
um 9 Uhr, da war mein Abstrich, ist für mich die Quarantäne beendet, wenn es nicht irgendwelche Komplikationen gibt. Und so freue ich mich in diesem Jahr ganz besonders, auch in dieser besonderen Atmosphäre des Schlosshofes, dass ich dann doch das kleine Kind zur Welt bringen kann. Die Jahreslosung für das kommende Jahr steht bei Lukas im 6. Kapitel. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wie ein barmherziger Vater und eine barmherzige Mutter, so ist Gott. Werdet wie er, seid barmherzig. Das klingt eigentlich ganz gut. Barmherzig sein, freundlich sein, gütig sein, einfühlsam und liebevoll sein. Warum nicht? Das ist doch ein Gefühl, das zu uns passt. Oder? Etwas anders sieht es aus, wenn wir mitbekommen, was das ganz konkret für uns heißt. Nicht nur ein Gefühl, sondern da wartet in dem kommenden Jahr 2021 eine ganze Menge Arbeit auf uns. Denn ein paar Verse vorher in Lukas 6 steht sehr klar, was dieser Aufruf seid barmherzig bedeutet. Da heißt es überdeutlich, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Es reicht also nicht, nur die zu lieben, die uns lieben. Nur zu unseren Freunden und Freundinnen freundlich zu sein und nur denen etwas zu schenken, die uns auch etwas schenken. Unsere Feinde lieben. Wenn wir uns das vorstellen, dann kann es sein, dass unser Herz vielleicht auf einmal eng und kalt wird. Unsere Feinde lieben, das geht uns dann doch vielleicht zu weit. Auf der anderen Seite werden manche von uns sagen, ich habe keine Feinde. Aber ist es wirklich so? Vielleicht gibt es sie doch, die Menschen, die nicht mehr mit uns reden wollen, die uns aus dem Weg gehen, die uns enttäuscht haben, die uns nicht mehr helfen wollen, die schlimme Gerüchte über uns verbreiten, die uns lächerlich machen, die uns benachteiligen, die uns unter Druck setzen, die uns beleidigen, die uns verletzen, die uns nichts Gutes gönnen. Und genau die sollen wir lieben, ihnen Gutes tun, sie segnen und für sie bitten. Und erst wenn wir das tun,
erweisen wir uns als Menschen in der Nachfolge Jesu. Denn liebet eure Feinde, das ist die Botschaft Jesu in drei Worten zusammengefasst. 2021 kommt mit der Jahreslosung also eine große Herausforderung auf uns zu. Liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Wie können wir in den nächsten Wochen konkret damit beginnen? Ein paar Vorschläge. Zuerst wäre es gut, sich in Ruhe zu überlegen, wer zu meinen Feinden zu rechnen ist. Vielleicht nehmt ihr euch ein Blatt Papier, ein großes Blatt Papier, und denkt einmal darüber nach und schreibt dann die Namen auf. Ein paar werden euch schon aus eurem bisherigen Leben einfallen. Da bin ich sicher. Das kann ein Lehrer sein, ein Pfarrer, eine Schwester, ein Bruder, der eigene Vater, Nachbar, Menschen irgendwo auf unserem Lebensweg. Schreibt die Namen auf. Und dann beginnt vielleicht mit einem einzigen und zündet für ihn eine Kerze an. Mehr ist von euch gar nicht erwartet in dem Moment. Nur eine Kerze anzünden und an ihn denken. Und vielleicht am nächsten Tag das Gleiche noch einmal. Und wenn wir bei dieser Übung langsam merken, wie unser Herz warm dabei wird, können wir für unseren Feind, unsere Feindin beten und sie segnen. Und wenn es für uns innerlich irgendwann stimmt, könnten wir bei einer passenden Gelegenheit auf ihn zugehen, ihm etwas Gutes wünschen und ihm so zeigen, dass wir ihm gegenüber barmherzig sind. Mit einem ist es sicher nicht getan. Es werden eine ganze Reihe von Menschen sein, die uns in diesem Jahr begleiten werden. Und wenn wir uns wirklich an die Arbeit machen, dann können wir am Ende des kommenden Jahres sagen, es war ein wunderbares Jahr. Und das wünsche ich euch. 2021. Seid barmherzig. Gott ist es auch. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.